gut, das ist ja alles. Leute, das ist ja alles ganz schön und gut jetzt mit der Recordingbox, ne? Hier schön Gitarrensound aufnehmen, vernünftig. Alles geil. Aber mir fehlt jetzt ein bisschen Raum. So ein Raum, der hat ja ganz viele Informationen. Kann so klingen und so klingen und groß und klein. Und diese kurzen Räume, die finde ich manchmal sehr, sehr wichtig. So Hall-Plugins gibt es ja wie Sand am Meer. Aber viele können die kurzen Räume für meinen Geschmack nicht so gut nachempfinden. Und da stelle ich euch mal heute das Ocean Way Plugin vor von UAD, weil das finde ich nämlich ganz toll. Das ist leider ein bisschen teuer, aber manchmal gibt es auch Sonderaktionen und da kannst du das Ding recht günstig kaufen. Empty Rooms. Hier geht nochmal der Text. Loneliness is your only friend. A broken heart that just won't mend is the price you pay. It's hard to take when the love grows old. Na gut. Ne, die Stars, die können dann in schönen Studios aufnehmen, wo sich dann so ein natürlicher Raumsound entwickelt. So können wir alles hier im Homestudio nicht. Also müssen wir das irgendwie nachempfinden. Läuft das eigentlich noch hier? Oder laber ich hier durch die Gegend? Ah ne, alles klar. Ja, habe ich schon alles gesagt? Ich könnte eigentlich mal gucken, für die Leute, die kein UAD haben, was ihr benutzen könnt. Weil sonst heißt es nachher... Ja, okay, der hat ja auch hier diese Poser UAD-Plattform. Räume, empty rooms. Und da gibt es auch ein paar berühmte Beispiele, die spiele ich euch gleich mal vor. Thank you.
Ja, das war die kleine Vorführung. Mir macht das ja immer sehr viel Spaß, mit so verschiedenen Heilräumen herum zu experimentieren und damit den Song oder das Riff, den Gitarrensound ein bisschen zu verändern. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr da so für kleine Tricks und Plugins benutzt. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Experimentieren und wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zusehen und bis die Tage, Leute.